Folge Nummer 35 von City Skylines mit dem DLC Snowfall im Berchtesgadener Land. Wir hatten letztes Mal den Schneepflug am Haken und die Deponien waren beide zu, deswegen war noch nichts grün. Wir müssen aber vielleicht doch das eine oder andere noch ausbauen. Straße, da, da. Und ich hätte letztes Mal gesagt, ich will hier nichts machen, aber ich mach's doch hier hin. Weil dann sind die da auch noch bedient. Weil das wird ja noch mehr werden hier, ne? Hier kommen ja noch Straßen hin und hier vielleicht und da und da und dann ist es vielleicht ein bisschen knapp. Und hier hinten wollten wir auch machen, aber dafür müssen wir wohl erst noch eine Straße bauen. Ich glaube, das war eine sechsspurige Straße hier. Und gucken, ja, da sind Bäume zu sehen außen, also muss es wohl die sein. So, ist geschwungen, ja. So, die Autobahn soll ja hier so lang gehen. Dann würde ich jetzt diese Straße so ein bisschen so nach da hinten hinkriegen wollen, ne? So. Und so. Und dann hoffen wir, dass wir dort irgendwo das Schneemäßige hin machen können. Ah, da war schon mal was Grünes. Da. Und alles dick und fett grün, also alles gut. So, jetzt müssen wir schauen. Was haben wir für Balken da unten? Vor allem grünen Balken. Hier an der Kreuzung machen wir definitiv noch ein bisschen Kommerz im Hochhausstil. Das nicht. Das machen wir, weil wir da noch eine Straße rein wollen. Und dann können wir hier noch so machen. Die andere Seite machen wir auch. Und hier müssen wir dann mal überlegen. Da machen wir noch eine Kreuzung irgendwo hin. Und vielleicht machen wir hier Büroräume hin. Müssen wir mal gucken, weil da brauchen wir auch was. Das wächst erstmal, aber wir haben jetzt Wasser noch. Warmes Wasser. Machen wir so. Und das müssen wir noch länger ziehen. So. Ja. Wir haben nur bis da gemacht, also sollte das funktionieren. Wie ist mit Strom? Na, der ist noch ein bisschen knapp hier. Müssen wir mal gerade ein bisschen die Sicht ändern. Ja, die wachsen schon mal ganz gut hier, ne? Dann ging es den Bergrücken ganz schön hoch. So, jetzt muss dieses Stück noch zu werden. Da baut einer. Hier kommt schon näher. Der Balken ist auf jeden Fall schon kleiner geworden. Ja, reicht der Strom hier? Das ist die Frage. Aber es sind einige Windräder hier, ne? Ich denke schon, dass wir das hinkriegen werden. Wichtig ist, dass hier noch mehr gebaut wird. Das Haus war jetzt doch auf der Ecke eigentlich, oder? Naja, doch nicht. Das passt schon. Hier muss jetzt noch was hin. Ah, da kommt einer, hier kommt einer. Wenn hier noch einer kommt, ist es verbunden, oder? Nur die Frage, wann es wird. Da ist noch einer hier gekommen. Dieses Stück hier, wenn da einer hinzieht, ne, dann ist das sofort verbunden. Ah, jetzt hat sich's erledigt. Gut, die haben alle Strom. Ja, jetzt werden sie blau. Wunderbar. Schneeschieber kann jetzt auch mit Strom fahren. Elektrofahrzeuge, ja, Schnee schieben wahrscheinlich. Ist zwar nicht bei der Kälte für die Batterie ganz so gut, ne, aber was soll's. Was haben wir denn hier? Da ist irgendwie was zu Ende. Ich verbinde das mal einfach hier hin, oder? Damit es verbunden ist, ne? Falls hier was wegbrechen sollte, aber das tut es eigentlich auch nicht, ne? Wie sind wir über die Dingens rüber? Einmal da, zwei. Ah, hier nicht ganz. Ach so, da sind die mit verbunden. Ist die Frage, ob man da was ändert. Die sind da auch mit verbunden. Und hier ist nichts verbunden. Sollte man vielleicht hier noch was machen? Vielleicht mal hier so quer rüber, oder? Aber hier wollte ich noch eine Straße, glaube ich, hinterher ziehen, ne? Vielleicht sollten wir das als erstes machen.
Eine schicke kleine Straße mit Bäumen. Da ist die Kreuzung und da ist die Kreuzung. Das bedeutet, die Straße geht jetzt hier weg. Geht dann so rum, oder? So hier lang. Die Promenade, oder? Kommen wir da an den Friedhöfen vorbei, ja, ne, oder? Ja. Okay. Und hier machen wir jetzt so eine schöne Schleife hin. Gefällt mir natürlich gerade nicht so. Geht das so? So. Und dann können wir hier noch vielleicht hinten einen Park machen oder sowas. Sieht doch ganz cool aus, ne? Ja. So, und jetzt können wir hier strommäßig verbinden. Von da nach da so. Und wenn dann ein Haus kommt, dann passt das, oder? So, machen wir hier so schicke kleine Häuser hin. Ja. So, dann sollte der Strom auch zu dem verbunden sein. Kommt da was? Ah, da wird gebaut. Das heißt, der Strom ist jetzt auch am Fließen. Und ich glaube, die haben das Wasser im Garten stehen dann. Machen wir da. Kommt das noch höher oder war es das? Also die haben jetzt schon angeschüttet da, glaube. Da müssen wir jetzt mal gerade gucken. Ja, okay, das wird höher. Das wird auch aufgeschüttet. Ja, ich glaube, das reicht mit dem Wasser, oder? Und irgendwo gab es ja solche Wände da fürs Wasser, ne? Dann müssen wir die dann noch vorherziehen, aber dann haben die keinen Blick aufs Wasser mehr. Also das ist auch höher gekommen, glaube. Da sieht man es ja. Ja, ich glaube, das ist auch aufgeschüttet. Geht, oder? Jetzt ist er schon verdammt hoch, das Wasser, ne? Der Masten, der steht schon im Wasser. Okay. In den Häusern ist es aber noch nicht. Ist die Frage, ob es so eine Sturmflut noch gibt oder sowas. Und die Schnee, aber ist bestimmt jetzt gerade die Schneeschmelze so gange? Nee, es schneit ja noch, also kann nicht die Schneeschmelze so gange sein. Wenn dann Frühjahr ist, dann wird das noch schlimmer sein, wahrscheinlich. Ah, das ist auch nochmal höher gekommen. Jetzt kommt, schwappt gerade hier wieder das Wasser durch. Ja, ich glaube, in den Kellern könnte es schon drin stehen. Wo haben wir denn sowas zum Abwehren? Notfalldienste? Nee. Katastrophenschutz. Tsunami-Warnboje? Naja, ich glaube, die brauchen wir ja im Festland gerade nicht. Erdbebensensor. Wetterradar. Weltraumradar. Oh, Antennenmast. Kurzantennenmast. Und das ist ein Schutzbunker. Notunterkunft. Also hier ist es nicht. Einzigartige Gebäude. Wird es wahrscheinlich auch nicht bei sein. Hier vielleicht. Ah, hier ist sowas. Hochwassermauer. Oh. Ja, das ist wirklich eine Hochwassermauer. Und geht dann noch nicht mehr hin. Ey, die haben kein Wasser, sagen die, oder was? Hm.
glaube, die müssen wieder weg, wenn. Oder hier haben sie Wasser im Keller. Das können die sich jetzt aussuchen. Haben die da kein Wasser? Nee, die haben da kein Wasser. Jetzt haben sie aber Wasser. Oh, guck mal, die bauen ja selber schon Mauern. Also bei denen ist es ja vielleicht noch richtig, aber ich hätte sie dann durchgezogen an eurer Stelle. Ja. Kann man irgendwo noch besser das Wasser? Hier kann man ein bisschen besser das Wasser sehen, oder? Jetzt ist gerade tief niedrig Wasser. Netzstruktur. Was ist das denn? Ach, ein Damm. Okay, Wasserkraftwerk. Okay. Also jetzt ist gerade das Wasser unten. Können wir jetzt den Damm bauen? Dammbuster. Nee, wo war das? Da war das. Warte mal, der macht das ja sowieso nicht. Kann ich es gleich da richtig drauf bauen? Nee, leider gar nicht. Straße ist zu weit hier, oder was? Jetzt ist die Frage, wenn wir die Häuser wegreißen, ob es dann geht. Ja, ich glaube, das machen wir mal gerade. Weil ich glaube nicht, dass die sich so erfreut darüber sind, wenn die Wasser im Keller haben. So, jetzt nochmal den Dammbuster machen. Ne, da war es nicht, da war es. Ne, shit, ne, das will so oder so nicht dahin bauen. Ich glaube, wir müssen das nochmal ändern hier. Jans ändern. Wir hätten vielleicht die Straße nicht so weit rüberkommen lassen sollen. Wieso wohnt denn der da immer noch? Ja, Dingens hier, so ein Revoluzer. Okay, das bedeutet, Straße müssen wir nochmal ändern. Bis hier wahrscheinlich. Den Bagger rausgeholt. Die Kurve muss schon größer werden. Straße neu. Straße mit Bäumen ist richtig. So sieht's besser aus. Jetzt gucken wir, ob wir den Damm da hinkriegen. Ne, der war es immer noch nicht. Oh, der ist aber fies breit, ne? Ich glaube, wir müssen das umgekehrt machen. Wir müssen erst lass uns das ändern, indem wir erst die Straße wegreißen, dann den Damm bauen. Ich glaube, wir können das hier auch nochmal wegreißen. Und wahrscheinlich das auch. Und dann den Damm bauen. Ja, jetzt sieht man, wie weit das Wasser sogar geht. Ne, das war ein bisschen zu knapp. Okay. Ich glaube, die Straße muss dann tatsächlich auch nochmal weg. Und dann nochmal den Keimauer dahin. Okay, hier geht's auch nicht. Aber vielleicht ist es hier schon wieder hoch genug, weil die Straße geht da ja höher, ne, oder? Wir lassen das mal so. Und bauen jetzt erstmal die Straße dahinterher. Wenn es denn so klappt, wie ich mir es vorstelle.
Also geht's. So geht's, oder? So soll's funktionieren. Eigentlich, was ist denn hier am Brennen? Waldbrand? Könnte sein, ne? Machen wir weg. Sieht nach einem Waldbrand aus. Hier haben wir nichts gebaut. Zum Beobachten. So. Jetzt ist natürlich unsere Leitung hier nicht so wichtig gewesen. Ne? Also wichtig schon, aber nicht so effektiv. Wo ist denn das jetzt? Ich glaube, die können wir nochmal wegreißen dann, ne? Oder? Das von da, neu gebaut, nach da. Ja, super, oder? Geht gar nicht. Über den Damm kommen wir nicht drüber. Jetzt ist die Frage, wenn da ein Haus ist, sollen wir da jetzt hinter dem Damm vielleicht die Hochhäuser bauen, damit man über den Damm gucken kann, die oberen Etagen? Dann gibt es doch bestimmt tolle Wohnlagen, oder? Da ist nichts. Das geht auch noch so. So, Hochwasserschutz steht. Wie sieht es mit Wasser aus? Steht auch. Das Stück könnte man wieder abreißen. Machen wir auch. Weil wofür? Weil dahinter am Damm brauchen wir kein Wasser und dann sparen wir 3 Cent. So, das haben wir geschafft. Da bauen schon welche. Das ist die Frage, wie weit sie hier bauen. Hier machen wir noch so ein paar schöne. Da vielleicht nicht, weil da will ich eine Straße noch reinbauen. Hier ist der Zeitungskiosk. So geht's schon. So, die bauen alle. Müssen wir gucken, ob das da reinreicht. Der Strom geht ja bis hierhin, der geht auch bis dahin. Wenn ich das so ziehe, funktioniert das nicht. Ich glaube, ich komme nicht über diesen Deich rüber. Einzigste Chance ist vielleicht hier. Ne, kannst du alles abreißen. Das reicht nicht darüber. Und das wächst auch nicht mehr. Das bedeutet, das können wir komplett weglassen. Machte keinen Sinn. Schade. Ja, guck mal, das ist doch mal ein Haus hier, ne? Die, mit Seeblick, ne? Mit Flussblick sozusagen. Tolle Ferienwohnung wahrscheinlich hier. So, jetzt noch gucken. Der will gar nicht auf diesen Deich drauf. Der bleibt immer schön davor. Wenn das jetzt gehen würde, dann wäre okay, ne? Aber geht nicht. So geht's. Ja, warte mal, dann wenn ich doch von hier aus mache, dann reicht's doch auch, oder? So. Ah, haben wir nochmal was geschenkt gekriegt dann, ne?
Dann ist das doch auch verbunden. Sehr schön. Gut, haben wir das. Ja, würde ich sagen, machen wir nächstes Mal hier weiter. Hier hinten müssen wir noch ein paar kleine Häuser machen und so. Weiß ich nicht, ob wir hier jetzt flach bauen. Ich denke mal schon, ne? Da können wir sowas hier anstoßen. Weiß man nicht, ob die hier unten nasse Füße kriegen, aber könnte sein. Hier weiß ich noch nicht, was ich mache. Muss ich mal überlegen. Achso, ja. Wäre bestimmt sinnig gewesen, hier mal so einen Fußweg durchzukriegen. Ne? Haben wir ja auch alles schon mal gebaut, ne? So doch, oder? Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal so. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.